Ja. Weiter im Text. Ich lasse mich gerade zu sehr ablenken. Gasthaus. Gastwirtin, mit dir könnten wir wahrscheinlich sprechen und uns im Bett schlafen legen. Und wir können sogar mit deinem Objekt hier interagieren. Naja. Gehen wir aber jetzt erst einmal Wildschweine töten. Das kennt man ja irgendwie irgendwoher. Und man sieht, die Map ist ziemlich groß. Das Startgebiet. Hey Kumpel. Wow, das sind aber komische Wildschweine und sie sind aggressiv. Okay, nicht ganz aggressiv, aber aggressiver als die Füchse. So, ballern wir es mal. Ich wollte es eigentlich treten, aber gut. So, nochmal. Investiere Skillpunkte zum Erlernen neuer Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skill-Fenster zu öffnen. Um Skills zu deiner Shortcut-Leiste hinzuzufügen. Erstmal würde ich gerne das Ding hier plündern. Und jetzt kann ich Skills aufrufen. Okay. Neues Skillset lernen auf Level 5 und neues Skillset auf Level 10. Ich bin ein Kampfzorn-Novize. Kampfeszorn, aha. Ich habe einen Skillpunkt. Damit könnte ich meinen Dreifachhieb wahrscheinlich verstärken, oder? Und ich könnte Passivsachen lernen, aber erst auf bestimmten Leveln. Oder wird das automatisch erlernt? Oder ich kann den Angriff erlernen. Das wollte ich nicht. Den Angriff erlernen? Ne, da kann ich nicht verbessern, hä? Einfach? Achso, das sind die Standardsachen. Dann kann ich wahrscheinlich nur den hier erlernen. Den aufs nächste Level bringen scheine ich nicht zu können. Nö. Dann lerne ich den da mal. Und kriege ihn sofort in die Leiste. Setzt du Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Okay. Du kannst Skills leichter und schneller einsetzen, wenn du sie deiner Shortcut... Ja, okay, das kennen wir schon alles. Und wir sind schon Level 3 geworden. Also, wir haben einen neuen Skill. Der sah ziemlich böse aus. So, Fleisch und die Geldbörse. Und der Skill hat zur Abwechslung mal Abklingzeit. Okay, das ist ein wirklich auf die Gegner draufspringen und die ihn umhauen. So. Das ist eine Kombo-Fähigkeit, gell? Fügt langsamen Zielen Schaden zu. Mhm. Okay, wir haben das Wildschweinfleisch, also können wir zurück zum Bürgermeister gehen. Ja, wie ich schon sagte, es ist das typische MMO-Kampfsystem, also automatisch angreifen und dann hier unten die Skills drücken. Eben nicht dieses Action-Combat-System. Wir könnten einen Stumpf benutzen und uns hinsetzen. Okay. Tolle Aktion. Geben wir erst mal hier die Aufgabe ab und kriegen gleich eine neue. Vielleicht hat der Bürgermeister recht. Und wir sollen jemanden eine Glasflasche bringen. Eine Glasflasche bringen. Die sitzt hier irgendwo, die Frau wahrscheinlich, der wir es bringen sollen. Und wir können Amy helfen. Die hat auch noch eine Quest für uns. Ach, einfach mal annehmen. Questbuch-Symbol unten rechts. Oder drücke L, um dir Quest-Details anzusehen. Du aktivierst Quest-Gegenstände, indem du ihre Symbole im Quest-Tracker rechts klickst. Ah ja. Pflanze einen Baum. Ah, das wird wahrscheinlich so unser erstes Crafting-Quest sein. Okay, sieht ja schon mal cool aus. Investiere einen Arbeitspunkt, um einen Baum zu fällen. So, wir haben den Baum angepflanzt und wir könnten ihn auch fällen, nehme ich an, aber das will ich gar nicht.
Das erste jedenfalls nicht. So, du hast eine Trankflasche hier für dich. Und wir kriegen noch einen Malertrank. Und erreichen das vierte Level. Aber kriegen schon mal keine Skillpunkte. Oder? Nein. Dafür brauchen wir wohl mehr Kampfeszorn. Gut. Gucken wir weiter. Wir haben ja noch Quests. Hier lang. Drücke Numlock, um automatisches Laufen zu aktivieren, ohne dabei die W-Taste gedrückt halten zu müssen. Nee, Autolaufen brauche ich nicht. Hast du uns was zu sagen? Du siehst so aus. Nee, die hat nur Schnellschuss. Okay, wir haben einen Buff gekriegt. Yay, wir können jetzt rennen. Und hier ist ein Tempel. Hm? Du kannst Skills jetzt ändern, sobald du 3 davon aktiviert hast. Ah ja. Kein Kampf. Niemand in der Nähe von Louis angreifen oder angegriffen werden. Ah ja, das ist ein Schutzschrein. Und wir sind wieder langsam. Aber wir können ja eigentlich sprinten. Kopfgeldjäger, die haben keine Quest für uns. Es ist ein Artefakt. Okay, das ist PvP, nehme ich mal an. So, nochmal so einen Boost aktivieren. Und weiter rennen. An den Schweinen vorbei, die brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern wir wollen ins nächste, zum nächsten Questmarker. Genau da vorne. Schwein, Schwein. Allmächtige Stärke beendet und Quest abgeben. Was ist das? Medizin, die ist von bla bla bla. Egal. Belohnung annehmen. Und wir kriegen gleich eine neue Quest. Sprich mit Jenny. Quest angenommen, vermisstes Mädchen. Oh, wir haben hier noch eine Katze. Du kannst auf Bäume klettern, indem du dich neben sie stellst und F drückst. Aber nicht jeder Baum lässt sich auch erklimmen. Hm. Okay, wir können wohl viel mit der F-Taste machen. Und wir können irgendwann reiten. Mache ich mal wieder diesen Boost an, dass wir schneller rennen. Also wir können theoretisch auf einen Baum drauf klettern. Nur merke ich jetzt nichts von. Oder diese Bäume sind nicht bekletterbar. Oh, wieder eine Quest. Die Braunbären besiegen. Ja, die sind hier. Und hier gibt es sogar Erz. Schwer verletzter junger Mann. Hä? So. Ah, das war falsch. Gut, unser erster Braunbär ist weg. Dem schwer verletzten jungen Mann können wir wohl nicht helfen. Aber wir könnten da hinten eine neue Quest annehmen. Das war Weinbär. So. Zählt aber wohl nicht als meiner. Hm? Welche muss ich töten? Besiege Gegner des Typs hungriger Braunbär oder wütender Braunbär? Ja, Kampfbeginn. So, einmal draufschnitzen. Und weg ist er. So, gucken wir mal kurz in meinen Beutel. Ich habe ja ein paar von diesen Taschen. Ich habe ja genug Arbeitspunkte, 36. Maximal kann ich 2000 haben. Okay. So, jetzt haben wir hier Jenny gefunden. Unsere Hauptquest da unten hier. Hallo.
Mutter macht sich Sorgen, aber ich kann hier noch nicht weg. Ah ja, Puppe aus den Bäumen holen. Okay. Ja, das... Okay, jetzt können wir klettern. Jetzt können wir hier den Baum hochklettern. Was ich schon mal ganz interessant finde, die Idee. Dass man hier einfach so willkürlich Bäume erklettern kann. Klettere und sammel die Puppe ein. Wie weit oben ist die, bitteschön? So, Puppe nehmen. Und jetzt wieder runter. Ja, da klettert einer direkt neben mir auch hoch. Gut. Ah ja, und damit kann ich mich einfach von Ort zu Ort teleportieren. Wenn ich Steine habe. Meine Puppe, danke. Belohnung. Und eine neue Quest. Mit einem Speerhauptmann sprechen. Ach, der ist ja gleich da vorne. Da haben wir sogar noch mehr Quests. Okay. Belohnung annehmen. Und noch was annehmen. Du kannst dein neues Skillset. Um das Fenster zu öffnen, klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste. Verteidigung. Skill auswählen. Verteidigung. Auramantie. Verteidigung. Ich könnte auch eins von den anderen lernen, aber. Vitalismus, also von den. Ich glaube, ich nehme Verteidigung. Schildschlag. Verteidigung. Ja, ich bestätige mal. Bin jetzt Stufe 5 Verteidigung und Stufe Dings Kampfeszorn. Plus 2 in Verteidigung investierte Punkte. Verbraucht 1 Skillpunkt. Ah ja. Erfrischung. Erhöht maximal Gesundheit für... Ja, den Skill lerne ich mal. Gut. Und den passiven Skill hier, weil... Kampfeszorn Stufe 5. Verteidigungsstufe, also Stufe 10. Also lerne ich auch den passiven Skill, der mir mehr Schaden gibt. So. Jetzt habe ich hier noch Quests. Die nehme ich einfach mal so bunt an. Sprich mit dem Monolithenforscher in der Richtung und dann sprich mit dem Monolithengeist in der anderen Richtung. Ah, ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung und sprich mit dem Geist. Weil in die andere Richtung muss ich auch wegen meiner Hauptquest weiter. Oder wegen meiner Volksquest. Monolithengeist, hallo. Du kannst mich sehen, lebendes Geschöpf? Ja, kann ich. Belohnung annehmen. Okay. Was müssen wir tun? Blutige Zeichen sammeln. Kiesel. Was macht der Kiesel? Kiesel aufheben. Ich habe gerade einen Kiesel erworben. Ist ja schon mal sehr toll, dass ich jetzt einen Kieselstein im Inventar habe, oder? Einen Stein in gerader Linie werfen. Ja, das macht sicherlich beim Wasser Sinn. Okay, hier haben wir eine Räuberbande. Und Kampfbeginn. Okay, die sind schon mal etwas härter. Ich glaube, ich erhöhe mal meine Lebenspunkte. Obwohl ich das wahrscheinlich lieber außerhalb vom Kampf hätte machen sollen, ha? Falsche Taste. Shift 2 ist treten. Oh, da ist noch einer. Ach so, das war der Boss von denen. Ja, ich habe den Boss getötet. Gut. Ich will alles nehmen. So. Und dann will ich noch so einen Schergen haben. Ich brauche 3 von den Zeichen. Und ranstürmen. Und den Tritt verpassen. Und diese Kombo kann ich so oft raushauen, wie ich will, solange ich Mana habe.
So. Ich habe 3 Zeichen und jetzt kann ich zurückgehen und mir ein neues Schwert besorgen. Ne? Und gleichzeitig die Geldbörse des Farmers öffnen. Also ja, es gibt schon viele interessante Sachen hier zu machen. Zum Beispiel Kieselsteine einzusammeln. Netterweise. Und Quest abgeben. Nulian Nodachi. Nulian starb. Ein Nodachi ist normalerweise auch ein Schwert. Und ein Nulian Schwert. Oder ist das ein... Ah, ich entscheide mich mal für das... Oh, ich krieg alle 3 Sachen. Ich krieg sogar als nächstes eine Laute. Setze brennendes Herz gegen folgende Ziele ein. Rachsüchtige Geister. Okay. Aber jetzt gucke ich mir erstmal die Sachen an. Schwert. Rechtsklicke einen Gegenstand in deinem Beutel, um deinen Charakter automatisch damit auszurüsten. Und das Nodachi? Das Nodachi ist auch ein Schwert. Oh, man kann sogar hochstufen. Wiederverwertbar durch Magie. Zweihandausrüstung. Ah ja, Einhandausrüstung. Und ein Stab. Aber ich nehme, glaube ich, das Schwert hier so. Und jetzt muss ich einen rachsüchtigen Geist finden und dieses Ding gegen ihn benutzen. Und schon ist er tot. Okay. Und ich habe noch mehr Belohnung. Noch mehr Gegenstände gekriegt. Ich will erstmal nur das Schild. So. Und ich glaube, ich lege die Bogenfähigkeit und den Bogen ab. Man kann zwar, so wie es aussieht, alle Sachen benutzen. Oder will ich doch das, wow. Das sieht mal cool aus. Zeig mir mal kurz mein Char. Ja, jetzt trage ich nur das Nodachi. Und eine Laute. Ich kann ja Musik machen, gell? Instrument spielen. Heilungsleistung. Ah ja, damit heil ich. Erzeugt je nach Instrument unterschiedliche Gebietseffekte. Okay. Gut, ich habe ein super heftiges Schwert jetzt auf dem Rücken. Und ich trage eine Laute in der Hand. Die würde ich eigentlich gerne wegstecken. Erhöht den Schaden von Nahrung Magie-Skills. Okay. Mit den Lakaien will ich mich nicht unbedingt anlegen. Ich sammle lieber Kieselsteine weiter auf. Auch wenn ich den Nutzen nicht kenne von Kieselsteinen. So, ich habe die Laute aus der Hand gelegt. Und da ist wieder eine Tötungsquest. Hä? Gibt nur Erfahrungspunkte. Besiege aggressiver Monolithenwächter. Beide 2. Also hier und da drüben auf der anderen Seite gibt es auch noch welche. Bis jetzt sehe ich aber keine Lebenden. Aber ich kann hier mit dem Monolithenforscher reden. Den südlichen Monolithen berührt. Oh, sehr schön. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Was kann ich für dich tun? Einfach mir die Belohnung geben und ein neues Quest annehmen. Nimm einen Monolithenantrieb vom westlichen Monolithen. Okay. Hier sind alle Monolithenwächter tot. Also gehen wir zum westlichen Monolithen. Oder schnappen wir uns mal hier einen Monolithenwächter. Springen den auch einfach gleich mal an. Das sieht cool aus. Also das Nodachi gefällt mir. So, was hast du dabei? Noch eine Geldbörse des Farmers. Also ja, ich glaube, ich werde den Bogen ablegen. Demnächst.
Dieser Sprungangriff hat es genauso in sich, um in eine Gegnerhorde reinzukriegen. Komm, obwohl ich kann den Bogen zum Pullen benutzen. So. Noch ein aggressiver Monolithenwächter. So. Und weg. Skill Upgrades. Sturmangriff auf Stufe 2 durchgeführt. Ah, cool. Bestätigen. Und die Geldbörse eines Farmers. Hatte ich ein Level Up wieder, hä? Und habe jetzt einen Stufe 2 Sturmangriff. Mein Dreifachhieb ist aber immer noch Stufe 1. Okay. Gut. Oh, die sind alle in einer Zwischensequenz. Dann gucken wir mal. Wir kriegen auf jeden Fall nochmal einen Gilderstern. Ein Leuchtkäferstich. Das Geburtsmal auf deinem Arm nannten sie so, als du ein Kind warst. Gelegentlich leuchtete es auf und strahlte. Und du hast die besorgten Blicke bemerkt. Das bizarr regelmäßige Muster leuchtete auf deiner Haut wie eine Fackel. Dir ist nie jemand anderer mit einem Mal begegnet. Du hast noch nicht mal von jemandem gehört. Das Land deiner Geburt ist voller Legenden. Die große Expedition, 12 Abenteurer, welche die Geburtsstätte der Welt entdeckt hatten. Als Folge der Exodus von Auroria, dem nördlichen Kontinent. Und das Niederlassen in der neuen Heimat, die man jetzt Nuja nannte. Aber in keiner Legende war von einem goldenen, runengleichen Mal auf dem Arm die Rede. Es war eine perfekte Anomalie. Toll. Also Zwischensequenz und neue Quest von ihr. Es tut mir leid, ich muss sicher sein. Hier ein gravierter Magnet. Berühre damit dein Zeichen. Wenn du die Person bist, für die ich dich halte, müsste es sofort reagieren. Warum? Was ist hier los? Und wer bist du? Also ja, die Hauptstory werde ich ein bisschen vorlesen. Ich weiß, du musst mich für verrückt halten, aber hey, du hast ein leuchtendes goldenes Muttermal. Merkwürdig ist dein zweiter Vorname. Tu es einfach und ich verspreche dir, ich werde dir alles erklären. Benutze den gravierten Magneten. Okay, das Zeichen. Na schön, ich habe deinen Test bestanden und jetzt sag mir, was das ist. Warum leuchtet es so? Was bedeutet es? Okay. Ich kann es nicht glauben. Warum hast du an einem Ort wie Wünschendorf versteckt? Hat dir Lucius dir nicht erklärt, welches Schicksal dich erwartet? Oh, das war dieser komische Typ, der einmal Hase und einmal Katze war. Ich habe mich vor niemandem versteckt und ich kenne keinen Lucius. Von wem redest du? Du kannst ihn nicht kennen. Lucius Quintino, der unsterbliche Barde, der Mann mit den vielen Gesichtern. Hast du jedenfalls über Geschichte gelernt? Nein, ich habe noch nie von ihm gehört. Du musst mich hier mit jemandem verwechseln. Als Marian das goldene Mal zum Leuchten bringt, erzittern deine Muskeln. Verwirrende Erinnerungen kommen hoch. Leicht könnte man meinen, es wären deine eigenen, aber du siehst Städte, die nicht von Nuja waren. Es ist, als blickst du durch die Augen von jemand anderem. Als sie auf dem Markt Fisch kauft, siehst du ihr Gesicht im Spiegel eines Stands. Eine junge Frau mit braunem Haar, blasser Haut und den feinen Gesichtszügen einer Adligen. Die Erinnerung verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist, und du bleibst unsicher zurück. Du fragst dich, ob Marian wollte, dass du das siehst, aber sie lässt sich nichts anmerken. Du hast immer gehört, dass, als sie während der Zerstörung von Auroria starben, die Mitglieder der Expedition ihre Erinnerungen an die Überlebenden ihres Volkes weitergaben. Auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasste, konnten sich besonders Begabte dennoch erinnern. Weil die Bewohner Aurorias durchs Jenseits gingen, damit sie während des Exodus in Sicherheit waren, heißt es, dass die Erinnerungen der Göttin Nui besonders stark empfunden werden.
bevor die Reise sie in die Göttin Nui verwandelte, war sie eine wohltätige Edeldame namens Eyana. Dein goldenes Mal brennt, eine neue Erinnerung. Ein charmanter Vagabund bettelt um Essen. Okay, wieder eine Zwischensequenz, was interessant war. Wenn du mir nicht glaubst, geh und sieh dir den westlichen Monolithen hier in der Nähe an. Lucius hat eine ganze Gruppe Assassinen erledigt, um dich zu beschützen. Assassinen? Hier? Woher weiß ich, dass du sie nicht umgebracht hast? Sehe ich wie eine Kriegerin aus? Du hast eine Waffe. Die blutige Hand des Königs des Sichelmondthrons ermordet und die blutige Hand hat den König des Sichelmondthrons ermordet und die Prinzessin entführt. Seitdem hat Lucius ihre Meuchelmörder daran gehindert, Jagd auf Leute wie dich zu machen. Okay, ich verspreche, Lucius wird dir alles erklären. Dein Zeichen, deine Vergangenheit, alles. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber wenn Mitglieder der blutigen Hand in der Nähe meines Dorfs ermordet wurden, müssen die Bewohner davon erfahren. Ich gehe mir die Sache ansehen. Ja, also bis jetzt viel zu viel Story und von Sandbox merke ich bis jetzt noch nicht viel, also außer, dass ich Bäume anpflanzen und abhacken kann. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Speedtrank, den wir mal einsacken können. Und hier liegen ein Haufen Leichen. So. Okay, das fand ich jetzt gerade cool. Kann man echt nichts sagen. Diese Zwischensequenz mit dem Monolithen da, mit dem Abdruck nehmen, fand ich sehr gut gemacht. Ich hoffe mal, sowas gibt es noch häufiger. Aber jetzt erst einmal Main Quest. Dieser Duellist der blutigen Hand ist tot und seine Gefährten ebenso. Wer immer das getan hat, es war sicher kein unbewaffnetes Mädchen. Unbewaffnet war sie nicht gerade. Je mehr Marian von Lucius sprach, was sie oft tat, und ihm das Massaker zuschrieb, das du sahst, desto mehr Erinnerungen füllen deinen Kopf. Es war klar, dass es Eyanas Erinnerungen waren. Sie nutzte den Reichtum ihrer Familie, um eine Suppenküche für die Armen zu unterhalten. Du siehst den lächelnden Vagabunden jeden Tag bei der Suppenküche um Essen betteln. Eyana schalt ihn schließlich, da er unversehrt war und sich auf die Wohltätigkeit anderer verließ. Mit einem Lächeln gab er ihr zwei Karten zu einem Schauspiel in einem Theater. Als du dich an mehr erinnerst, erkennst du, wie Eyana, dass dieser Mann Lucius Quinto war. Ein berühmter Bühnendichter. Ob das Marians Lucius war? Welcher Dichter konnte so ein Massaker anrichten? Vor allem einer, der so viel Charme besaß. Tja, die Feder ist stärker als das Schwert. Okay, neue Quest. Okay. Die Dorfbewohner waren. Aber jetzt geht es erstmal weiter in die andere Richtung. Schalten wir mal den Sprint ein, wenn wir ihn schon haben. Fleischfressende Biene. Sag bloß, das gibt gleich wieder eine Killquest. Scheinbar nicht. So. Monolithenforscher und ein Hirte. Hallo Monolithenforscher, wir haben hier dein Bild. Und das war's auch schon mit deiner Quest. Wir haben eine Quest für dich.